Einen wunderschönen Willkommen zu einer weiteren Folge von Baphomets Fluch 5. Wir sind jetzt in Spanien. Spanien, also in der Nähe von Barcelona, auch nicht. Eigentlich, in dem Ort, was wir im Intro gesehen haben. Ich habe den jetzt hier nicht im Kopf gerade, muss ich ehrlich gestehen. Wir stehen hier nicht so einfach so dumm rum, sondern wir versuchen da reinzukommen. Aber da ist irgendjemand, der schießt. Ich habe eine Ahnung, wer es ist. Jemand, der Blut verloren hatte. Aber sicher bin ich mir nicht. Wie gesagt, ich spiele das hier blind. Und hier ist so eine seltsame Figur unten. Keine Ahnung, was es ist. Es fiel mir sofort auf, weil das überhaupt nicht reinpasste. Hier ist ein Helm. Aus dem Krieg wahrscheinlich noch. Aber schön, dass wir wieder Nico spielen. Das war ein alter Helm. Ich hatte damit in Adams Wohnung sauber gemacht. In der Hektik habe ich es dann wohl einfach in der Tasche gelassen. George hatte mal einen Golfschläger von derselben Firma. Aber einen ausziehbaren. Und der war seine eigene Erfindung. Okay, Schutt. Teile der Mauer waren eingestürzt. Über die Mauer zu klettern wäre keine gute Idee gewesen. Das nicht, aber wir könnten wahrscheinlich ablenken. Warte mal, geht's so? Und hängen ein den jetzt dahin. An einer Stange. Ach so, immer ich dachte mit den Haaren. Ich dachte eher mit den Haaren. Oh, sind auch Haare dran, so. Zur Ablenkung. Ich hoffe bloß, das klappt. Bist du bereit? Aber hallo. Los! Oh, nicht die Ziege. Puh. Uah. Nicht die Ziege. Ohne abgeknallt zu werden. Aber von Glück konnte man kaum reden. Das jetzt ist der Alte. Musste ich den Schützen irgendwie nochmal ablenken. Nur diesmal ganz allein. Und ein Geist aus der Vergangenheit starrte mich böse an. Ziege. Moment, das gucken wir uns an. Ein sturköpfiger, ausgefuchster, frustrierender und stolzer katalonischer Ziegenbock, der seinem irischen Gegenstück gar nicht unähnlich ist. Genau so. Der Schütze. Die Schüsse kamen aus dem Inneren des Hauses. Das ist der Alte, des Marquess. Der verfallende Brunnen würde mir keine Deckung bieten. Komm nicht ran, richtig? Um die Äpfel herunterzuschütteln, war der Baum zu dick. Oh oh. Autsch! Mist. Okay, passiert zum Glück nichts. Wir waren zu dicht dran, okay. Jetzt schießt doch wieder auf uns. Ach Gott, was haben wir denn? Ein Garn, komm. Nennt mich gierig, aber das gönnte ich dem Vieh nun doch nicht. Hier, dann kriegt er den Keks, komm. Ich brauchte den Keks, um Trevor zu füttern. Ach so. Dann nehmen wir die Blumen, komm, hier. Sieh mal, was ich da habe, Zickendraht. Reicht dich? Ich hatte gerade ein totales Déjà-vu. Ich auch. Ziegen und ich, das ging noch nie gut. So, jetzt hat er Blumen gefressen. Super. Komm, Rasierwasser. Nennt mich gierig. Okay. Wie können wir von dort oben was runterbekommen? Garn. Das war beinahe eine grandiose Idee. Beinahe. Okay, Was? Warte mal, so? Das war nicht ganz richtig. Schade. Das klappte sowas von gar nicht. Das konnte ich vergessen. Na, ach komm. Nein, die Streichhölzer wollte ich behalten. Vielleicht können wir ihn auf uns zurennen lassen. Komm. Spring weg. Au! Du musst wegspringen.
Hey, das gehört mir. Der Bock hatte Hobbs fast echten Herkunftsnachweis gefressen. Oh nee. Oh Mist. Du musst wegspringen. Ah. Ah. Ich habe das Dings nicht gesehen. Also ist dieser fast echte Ausweis, Herkunftsnachweis gar nicht so wichtig. Die Äpfel hatten Druckstellen. Egal. Wir können damit bestimmt... Achso, da hinten gibt es auch noch Äpfel. Das lohnte sich nicht. Ich brauchte eine bessere Idee. Ich dachte, ich könnte vielleicht Freundschaft schließen. Hier, komm. Hey, Zickendraht, schau, was ich für dich habe. Ich hoffte, das würde den Ziegenbock gnädiger stimmen. Hat er jetzt alle gefressen? Braver Junge. Nein, nein, nein! Hey, du klaust ja. Der Bock hatte Nikos ausgemustertes Foto gefressen. Nein! Verdammt, das brauchen wir doch noch. Ey, das ist da echt nicht wahr, du Ziege. Hey, Zickendraht, schau, was ich für dich habe. Wir haben immer noch genügend... Nie im Leben. Wir gucken mal. Tja, schien mir so eine tolle Idee zu sein. Ja, ja. Die Idee war dermaßen link, ich schämte mich fast, darauf gekommen zu sein. Was? Die Idee war dermaßen link, ich schäm... Ach so. Ah, nee, das macht man natürlich nicht. Nie im Leben. Oh Mann, das wird dir gefallen. Ah. Und dann machen wir hier den Reifen schnell weg. Ich hatte das Vieh abgelenkt, aber der Apfel würde schnell weggeputzt sein. Schnell wegbringen, den Reifen, komm. Schmeiß da rüber oder so. Der Bock hatte jetzt einen ganzen Haufen Äpfel zu knabbern. Ich warf ihm den letzten Apfel zu. Kommt gleich erstmal ein Schuss hier. So, ich gehe erstmal zum Auto hier. Okay, ich gehe nicht zum Auto. Warte mal, vielleicht können wir... Obwohl er gerade fraß, behielt der Ziegenbock mich genau im Auge. Ich hatte den Reifen vom Auto wegbewegt. Das alte Auto hatte jede Menge Einschusslöcher. Vielleicht kriegen wir den Spiegel leer. Aber was könnten wir mit dem Spiegel machen? Der Orden der Ziege als Errungenschaft, nicht schlecht. Ich hatte den Außenspiegel des alten Autos abgebrochen. Ich könnte ihn blenden. Mit seinem eigenen Spiegelbild würde ich den Schützen nicht erschrecken. Der Bock hatte sich abgewendet. Ich beschloss, ihn in Ruhe zu lassen.
Vielleicht hier was in Apfelbaum hängen? Das war beinahe eine Grandi. Okay, nichts in Apfelbaum hängen. Kombinieren können wir auch nichts. Hey, was? Nein. Okay, das geht nicht. Was haben wir denn noch? Wir haben hier noch die Autotür. Was haben wir hier noch für Möglichkeiten? Das geht? Nee. Bestimmt werden wir wieder zurück umdrehen. Okay. Obwohl er gerade fraß, behielt der Ziegenbock mich genau im Auge. Was könnten wir tun? Nee, ich musste was anderes versuchen. Die Sonne, warte. Ich hatte den Schützen geblendet. Zeit, loszuspurten. Ha! Egal, was Sie denken. Ich sehe Sie, Senor. Einen Zentimeter weiter und ich schieße Sie nieder. Ramon. Ramon ist ein zutiefst misstrauischer und ausgesprochen phlegmatischer Mann. Er hat den Tag, an dem sein Herr von den Faschisten ermordet wurde, nie vergessen und kümmert sich seither um das alte Haus. Er würde alles für Thiago Marquez tun. Leider ist sein Gedächtnis nicht mehr das, was es einmal war, und eine Unterhaltung mit ihm erfordert einiges an Geduld. Uiuiuiui. Das war ein Windspiel aus alten Blechdosen. Senor, bitte, wer Sie auch sind, hören Sie auf zu schießen! Ich bin unbewaffnet. Gut, das macht es mir leichter, Sie abzuknallen. Oh oh. Ich bin George Stobbart, ein Freund. Ich habe keine Freunde. Das überrascht mich jetzt wenig. Bitte nehmen Sie die Waffe runter. Nein. Gehen Sie. Oder ich schieße. Wir wollen doch nur einen kurzen Blick ins Kastell werfen. Ich glaube Ihnen nicht. Sie kommen, um Senor Marquez zu töten. Senor Marquez? Er lebt? Aber er wird für uns bürgen. Mich führen Sie nicht hinters Licht. Hauen Sie ab hier, sonst töte ich Sie. Senor Marquez weiß, wer ich bin. Ich schwör's. Und ich weiß, was eine Lüge ist. Weg jetzt, oder ich schieße. Warten Sie, ich habe wichtige Informationen. Voste, vingi a mi. Ups. Verstehen Sie, was ich sage? Sagen Sie es einfach, dann schauen wir mal. Ah, also, ich bin George Stobbart und ich komme in Frieden. Eva. Bitte, tun Sie die Waffe weg. Ich habe keine Waffe. Und ich habe immer noch keine Erklärung gehört. Dass der Alte grantig ist, verstehe ich ja. Aber Sie sehen aus wie eine Frau, die viel rumgekommen ist. Gratuliere. Sie haben es geschafft, mit einem einzigen Satz Ramon und mich zu beleidigen. Aber wirklich, wirklich, George, wirklich. Könnten Sie das Ding runternehmen? Ich hatte einen miesen Tag. Sie vertragen wohl keine Schusswaffen? Nein. Nee. Und Ziegen auch nicht. Ich habe blaue Flecken an Stellen, wo ich bisher nicht mal Stellen hatte. Dann gehen Sie doch einfach. Wir sind hier, weil wir etwas suchen. Dann suchen Sie doch einfach woanders danach. Ich bräuchte eigentlich bloß das hier zeigen. Wir haben einem Mann namens Marquez geholfen, in Paris. Das ist mein Vater. Mir war klar, von wem sie ihr Temperament geerbt hatte. Ihr Vater? Wir sind Freunde. Warum sollte ich Ihnen glauben? Beweisen Sie es.
Sehen Sie mal das Foto. Uralt. Was soll ich damit? Wir haben sein Gemälde aufgespürt. La Maledictio. Sehen Sie. Wo haben Sie das her? Aus London. Na gut. Sie kommen jetzt mal mit. Aber keine komischen Sachen, okay? Hey, Sie klingen genau wie meine Freundin Nico. Nico! Warum brüllt er denn so? Was ist los, Ramon? Wer ist da draußen? So ein verrückter Amerikaner. Keine Bange. Eva kümmert sich um ihn. Papa! Diese Leute wollen mit dir reden. Eva! Wollten wir nicht jeden Eindringling sofort erschießen? Sie! Wie haben Sie mich gefunden? Das war nicht leicht, Senor. Wir hielten Sie für tot. Sie haben sich geirrt. Sie haben dir etwas mitgebracht, Papa. Kann das denn wahr sein? Endlich! La Maledictio! So, Senor Marquez, La Maledictio hängt wieder an seinem angestammten Platz. Stimmt. Darauf habe ich mein ganzes Leben gewartet. Aber... Etwas Interessantes entdeckt, Senor? Das Gemälde. Etwas ist anders daran. Das Gesicht in der Mitte. Das mit dem Symbol der Tabula Veritatis drauf? Woher wissen Sie von der Tabula? Ein Priester hat mir davon erzählt. Er meinte, sie sei das Werk des Teufels. Ha! Priester! Die können doch nichts als lügen. Wirklich? Dieser Priester meinte, die Tabula sei ein Werkzeug, um den Teufel zu entfesseln. Blödsinn! Den Teufel entfesseln! Wer würde denn sowas wollen? Aber Sie wollen die Tabula finden. Ja, weil sie ein Schatz der Gnostiker ist. Sie ist etwas Besonderes. Und es ist meine Pflicht, auf sie aufzupassen. Aha. Ich war sicher, dass Marquez mir immer noch nicht die ganze Wahrheit sagte. Und jetzt? Jetzt werde ich das Gemälde entschlüsseln und die Tabula finden. Bevor sie starb, sagte meine Mutter noch, sobald das Bild wieder dort hänge, würde seine Bedeutung klar werden. Und der Weg zur Tabula würde enthüllt. Also, wie lautet die Antwort? Wo ist die Tabula? Ich weiß es nicht. Der Raum ist verändert. Alles ist jetzt anders. Erinnern Sie sich denn, wie der Raum vorher aussah? Foto. Nein, doch. Ich weiß es nicht. Sie müssen mir helfen. Aber wie? Ich bin doch kein Gnostiker. Senor, Sie müssen einfach, denn bald wird dieser Russe hier sein. Er weiß Bescheid über das Castel del Sans? Es tut mir leid, Senor. Aber in Paris habe ich wohl seinem Helfer etwas zu viel erzählt. Dann sollten wir das Rätsel hier lieber lösen. Und zwar schnell. Ich gehe Wache halten. Denk daran. Sofort schießen. Also, Nico, was jetzt? Du versuchst rauszufinden, warum das Bild ausgerechnet in diesem Zimmer sein muss. Ich schaue mal, ob Eva irgendwas weiß. Ob er es nun selbst wusste oder nicht, ich war sicher, dass Marquez alle Antworten kannte. Alle Antworten. Wir gucken mal kurz. Eva. Eva ist die intelligente, beherzte und willensstarke Tochter von Thiago Marquez. Sie ist ihrem Vater treu ergeben, ihre Beziehung ist allerdings hitzig. Geboren und aufgewachsen in Südfrankreich war sie noch nie in Katalonien, dem Herkunftsland ihrer Familie, zumindest bis jetzt. Ja, ich gehe mal davon aus, dass das Foto hier, was wir haben... Das Foto zeigte die Familie Marquez. Wobei, so viel kann das nicht irgendwie... Die Statuen. Die fehlen. Okay. Wir wissen, was wir in der nächsten Folge zu tun haben. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Euer Firefox.